Haben wir in China eine Immobilienblase, die jetzt demnächst mal platzt? Denn wenn das so wäre, dann wäre das ganz klar die größte Immobilienkrise aller Zeiten. Viel größer als die Immobilienkrise in den USA, die Subprime-Krise vor 10 Jahren. Und das heißt, da muss man aufpassen als Anleger oder eigentlich jeder, der sich irgendwie für die Entwicklung der Weltwirtschaft interessiert, weil wenn sowas passiert, dann merken wir das auch hier bei uns. Und das ist heute unser Thema. Ich habe es Ihnen ja schon länger versprochen, dass wir was bringen zum chinesischen Immobilienmarkt und jetzt ist es soweit und damit herzlich willkommen bei Zukunftsmärkte. Es hat mal früher gegeben eine Redensart: Was kümmert's mich, wenn in China ein Sack Reis umfällt oder so ähnlich? Also China, das ist weit weg, das geht mich nichts an, das ist mir alles wurscht. Das sagt heute so schon lang keiner mehr, weil jeder genau weiß, zumindest was wirtschaftliche Dinge betrifft. Was in China passiert, das trifft uns auch. Wir haben eine Exportwirtschaft, die mittlerweile sehr abhängig ist auch von China und 25% vom globalen Wachstum, die kommen aus China. Also China allein steht für ein Viertel vom weltwirtschaftlichen Wachstum und das heißt dann eben auch, wenn es in China mal nicht so gut läuft, dann zieht China alle anderen auch mit runter und das merkt man dann in der Autoindustrie, Maschinenbau, Investitionsgüter. Bei den Rohstoffpreisen merkt man es und man merkt es natürlich auch stark dann als Anleger wahrscheinlich. Und wenn sich so Krisen aufbauen sollten in so einem Land, wir wissen ja alle, so Asset-Blasen, die können gefährlich sein und der Immobiliensektor, der ist da immer ein klassischer Kandidat für sowas und das gilt dann natürlich ganz speziell auch für den chinesischen Immobilienmarkt, der sehr groß ist. Sie kennen Bilder mit Sicherheit, chinesische Megacities, die riesigen Baustellen da, die Wohnviertel, die Hochhäuser, Wohntürme regelrecht, die da hochgezogen werden und das sind dann immer auch gern mal 20, 50 nebeneinander, also riesige Bauaktivitäten und wahrscheinlich wissen Sie auch, es gab in China einen großen Urbanisierungsschub die letzten 2 Jahrzehnte, also dass viele Chinesen aus den Provinzen, aus den Armen in die Großstädte gezogen sind, weil da gab es Arbeit und da ging es um hunderte Millionen Chinesen. Das waren Völkerwanderungen regelrecht und da kam es schon vor, dass so in 3, 4 Jahren mal so viele Leute umgezogen sind in Städte, gezogen sind, wie Deutschland insgesamt Einwohner hat. Und für die hat man Wohnraum gebraucht, wirklich in den Städten. Also der Bedarf, der war schon da. Und es ist ja auch ganz erstaunlich, dass man das geschafft hat, dass man da so viel Wohnungen auch hingestellt hat für die ganzen Leute, wäre ja so bei uns auch relativ undenkbar. Und sind da dann natürlich große Konzerne entstanden, Immobilienkonzerne, und es ist ein wichtiger Wirtschaftssektor geworden, ein sehr wichtiger und von dem auch sehr viel abhängt in China. Ich will da mal die Dimensionen demonstrieren. 2017 sind in China verkauft worden neue Eigenheime im Wert von 1,7 Billionen Dollar umgerechnet. Es war damit der größte Immobilienmarkt der Welt natürlich mit Abstand und das Transaktionsvolumen war 7-mal so hoch wie in den USA. Und ist klar, ist ein Wirtschaftssektor durch seine Größe, der da enorm wichtig ist, dass es der Anteil von Bauausgaben, also Wohnbauausgaben am Bruttoinlandsprodukt in verschiedenen Ländern. Wir haben hier China, Hongkong, USA, Japan, Singapur. Und da sehen wir China und Hongkong, die stehen da ganz oben.
Und in China, da ist der Anteil bei 12% und er ist auch gestiegen in den letzten Jahren. Und 12% ist viel, weil hier geht es nur um die direkten Bauinvestitionen, also ohne Landkäufe zum Beispiel und ohne alles, was noch mit dran hängt. Also zum Beispiel Stahl, der Stahlsektor, Baustoffindustrie, Energiesektor, also Hausbau in dem Umfang, der braucht ja auch sehr viel Energie, dann haben wir vielleicht noch Möbel und Einrichtungen und sowas. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann kommt man schätzungsweise so auf 20 bis 25% Anteil vom Immobiliensektor in China am Bruttoinlandsprodukt. Und das heißt, auch der Wohnungsbausektor ist für die chinesische Wirtschaft inzwischen wichtiger als der Exportsektor. Und sind auch ganz große Vermögen entstanden in der Branche natürlich. Es gibt ja da den Hurun-Report zum Beispiel, Liste der reichsten Chinesen. Und da sehen wir, der Anteil von Leuten aus der Immobilienbranche an den 100 reichsten Chinesen von 2002 bis 2018, der ist durchgehend fast bei 50%. Also die Superreichen in China, die kommen fast zur Hälfte aus dem Immobiliensektor. Und auch da sieht man, wie wichtig der Sektor ist und wie groß. Und für die Weltwirtschaft dann noch, da haben wir hier eine Grafik von BNP Paribas. Da sieht man Wachstum der Baubeginne in China und daneben gestellt Wachstum der Exporte nach China. Das sind jetzt die Exporte von den großen drei, also USA, Europa und Japan. Und da gibt es einen engen Zusammenhang, wie man sieht. Und das heißt, der Immobiliensektor ist ein Wachstumsmotor und zwar nicht nur für China, sondern weltweit. Also die Nachfrage aus China und die Exporte nach China, die hängen stark ab von der Bautätigkeit in China, vom Immobiliensektor da. Jetzt ist die Frage, wie komme ich drauf, dass es da eine Blase geben könnte, dass da eine Immobilienblase entstanden ist. Das ist natürlich nicht auf meinem Mist gewachsen, das sagen auch einige Analysten mittlerweile und das sagt auch die Regierung in Peking und zwar schon seit Jahren. Und das ist eigentlich der offizielle Standpunkt, dass der Sektor heiß gelaufen ist, dass die Preise viel zu hoch sind und dass man dagegen was tun muss. Das sagt Peking schon seit Jahren. Die Provinzregierungen in China, die sehen das wieder anders, weil die sind vom Immobilienmarkt ziemlich abhängig. Die verkaufen zum Beispiel das Land an den Bauträger. Es gehört ja immer am Staat und das sind Steuereinnahmen für die Provinzregierungen. Und die wollen natürlich hohe Preise, die wollen einen Immobilienboom in ihrer Region. Sonst geht ihnen am Ende sogar das Geld aus vielleicht. Aber Peking im Gegensatz dazu, Peking sagt, die Preise sollen nicht mehr steigen. Xi Jinping, Präsident von China, der hat 2017 gesagt, Wohnungen sind dazu da, dass die Leute da wohnen und nicht, dass man damit spekuliert. Und das ist damit der offizielle Standpunkt der Zentralregierung und das ist auch irgendwo der Interessenskonflikt zwischen Zentralregierung und Provinzregierungen in Peking. Man hat jetzt schon viel gemacht, dass man den Immobilienboom abwürgt teilweise. Also es gab viele Maßnahmen, die sind unterschiedlich, aber teilweise je nach Stadt oder je nach der Region. Und das macht es auch manchmal schwierig, dass man da so den Überblick behält, weil der Markt ist nicht einheitlich. Und die Situation unterm Strich, die ist aber so, in den letzten 20 Jahren durchschnittliche Wohnungspreise von neuen Wohnungen pro Quadratmeter sind gestiegen um 325% in 2 Jahrzehnten. Und da kann man jetzt natürlich sagen, naja, wir hatten ja einen riesigen Wirtschaftsboom, die Löhne sind ja auch stark gestiegen. Und es stimmt schon, also gerade in den Boomregionen, da gibt es viele wohlhabende Chinesen, die können sich das alles ohne Probleme nach wie vor leisten. Aber der Durchschnittschinese, obwohl dem sein Einkommen auch stark gestiegen ist, der kommt trotzdem langsam nicht mehr so mit. Und das ist besonders schlimm in den sehr großen Städten. Wir haben hier eine Grafik von der Financial Times.
Also es ist schlimm, vielleicht noch nicht mal in den absoluten Preisen. Da sind die chinesischen Städte auch schon teuer, aber es ist besonders schlimm relativ zum Einkommen, das man da erzielt. Da ist China extrem teuer. Haben hier Peking, Hongkong, Shenzhen. Da kostet eine Durchschnittswohnung 40 durchschnittliche Jahreseinkommen. Und damit sind die Städte, liegt das Preisniveau schon viel höher inzwischen als in New York, Tokio, London. Also es ist im Verhältnis zum Einkommen schon viel teuer. Da sind die Metropolen in China oder diese Metropolen zumindest die teuersten der Welt inzwischen. Und das ist ein Warnsignal, weil die Chinesen, die pumpen sowieso schon viel Geld, das meiste Geld von dem, was sie sparen, in Immobilien. 73% vom privaten Vermögen sind Immobilienbesitz. Im Vergleich dazu die USA nur 35%. In den USA ist der Anteil von den Geldvermögen dafür höher. Der ist bei 43%, in China nur 11%. Die Chinesen sind einfach ein Volk von Wohneigentümer, 90% aller Haushalte haben Wohneigentum. Und bis jetzt ging das auch noch halbwegs. Also die Chinesen sparen eisern in der Regel. Die ältere Generation vor allem, die hat immer eisern gespart. Aber jetzt sind die Preise eben stark gestiegen. Und jetzt ist das alles nicht mehr so einfach. Und wir haben hier nämlich Verschuldung. Privathaushalte ist eine Grafik von Bloomberg, die steigt rasant in den letzten Jahren und da steigt eigentlich alles, also Konsumkredite, Geschäftskredite, aber steigen eben vor allem auch die Hypothekendarlehen an, weil man sich die Wohnungen so nicht mehr in dem Umfang leisten kann. Und der Anteil von den Hypothekendarlehen an der Gesamtverschuldung, der steigt auch deutlich. Die Gesamtverschuldung ist sowieso hoch in China. Anteil von den Hypothekendarlehen, der ist jetzt so bei 20%. Das ist noch nicht dramatisch, aber der steigt eben sichtbar. Und es zeigt, dass die Chinesen Wohnraum haben wollen, nach wie vor. Das wollen sie immer noch, aber dass sie dabei unter Druck stehen mit ihrem Wunsch nach Wohneigentum und dass dadurch die Privatverschuldung steigt. Und wie läuft der Markt momentan so? Das ist, wie gesagt, auch nicht ganz einfach. Städte, Regionen sind sehr unterschiedlich vom Preisniveau und sind auch schwer vergleichbar von den Regularien und so weiter. Es ist natürlich wie überall nicht einheitlich. Was Sie sicherlich kennen oder wovon Sie schon gehört haben, so von diesen Geisterstädten in China, wo man halt mal 10.000 Wohnungen irgendwo hingestellt hat und da wohnt keiner, weil sich da irgendwo ein Bauträger verzockt hat, zusammen mit dem Bürgermeister wahrscheinlich meistens. Sowas gibt es in China durchaus auch. Das ist aber für uns nicht so von Bedeutung. Das spielt jetzt für den Gesamtmarkt keine Rolle. Für uns ist wichtig die Grundtendenz und zwar hauptsächlich in den großen Städten. Aber da ist es natürlich nicht so wie in den Geisterstädten, aber es sieht momentan auch nicht mehr ganz prächtig aus. Also bei den Preisen, da geht's noch. Der Preisanstieg, der ist jetzt zwar viel niedriger als vor 2 Jahren zum Beispiel, aber die Preise steigen jetzt noch leicht. Wenn man jetzt die 70 großen Städte nimmt, im Durchschnitt im Dezember plus 0,77% Preisanstieg. Geht also noch, ist noch stabil, aber die Verkäufe, die gehen zurück und zwar hat man da im November ein Rückgang um 5,1% gegenüber dem Vorjahr und das ist noch mal schlechter als der Oktoberwert. Da waren wir bei minus 3% und das ist kein gutes Zeichen, weil das war nämlich in den letzten Jahren nicht so. Und was auch interessant ist, die Landkäufe. Die Landkäufe von den Baukonzernen, die sind im Oktober um 12% zurückgegangen, sogar gegenüber dem Vorjahr und im November auch noch mal um 8%. Das heißt, die Immobilienentwickler, die Baukonzerne, die sind jetzt mittlerweile auch relativ
vorsichtig geworden. Das heißt wiederum, diese Zurückhaltung von den Bauträgern, dass wahrscheinlich das Angebot schon zurückgehen wird 2019, und das ist vielleicht sogar relativ gut für die Preise, aber der Sektor an sich, der Immobiliensektor, der wird dieses Jahr sehr wahrscheinlich schrumpfen und damit natürlich auch sein Beitrag zur Konjunktur und zum chinesischen Wachstum, das ja sowieso schon rückläufig ist, und wir wissen ja auch teilweise auch wegen dem Bausektor natürlich rückläufig, und wir wissen ja auch, haben wir ja gehört, am Bausektor hängt viel. Aber was jetzt schwierig ist, jetzt wo wir das festgestellt haben, wir wissen nicht genau, woran liegt denn der Rückgang. Es kann liegen an den Maßnahmen der Regierung natürlich, die den Sektor drosselt. Sie drosselt ihn besonders stark seit 2016, und seitdem geht das Wachstum eigentlich auch auffallend zurück. Es kann aber auch sein, dass es nicht mehr so läuft, weil in China das Wachstum allgemein zurückgeht, weil es da auch nicht mehr so gut läuft. Oder aber dritte Möglichkeit, die Preise sind jetzt einfach zu hoch und die Schmerzgrenze ist einfach erreicht und die Leute wollen nicht mehr in dem Maße kaufen. Wir wissen es nicht genau. Ich glaube, es ist eine Mischung aus allen drei Gründen, aber man muss es auf jeden Fall beobachten, die Entwicklung, die Preisentwicklung, die Absatzentwicklung, weil, wie gesagt, es kann Folgen haben für China und nicht nur für China, sondern weltweit für die Konjunktur. Aber die Lage ist auch nicht hoffnungslos. Es gibt auch immer noch Leute, die sagen, der chinesische Immobilienmarkt, jetzt wird er langsam wieder interessant, weil erstens, man sagt schon lang, dass man in China eine Immobilienblase hätte und die jetzt bald platzen müsste, und man hat den Markt schon lang tot gesagt. Das ist nie so eingetroffen. Es war immer so, Preisniveau ist mal ein bisschen zurückgegangen, es hat sich mal ein bisschen abgekühlt und danach ging es aber gleich wieder weiter. Bis jetzt ist da nie was in der Richtung passiert. Und die Optimisten sagen jetzt außerdem, naja, man kann ja schon absehen, das Angebot geht zurück, das wird den Markt stabilisieren jetzt, weil die Nachfrage, die ist ja immer noch da wegen der Urbanisierung in China, die geht weiter, und die Mentalität ist ja auch immer noch da, weil die Chinesen wollen einfach Wohnungen kaufen. Wer keine Wohnung hat, der hat nichts erreicht im Leben, der taugt nichts, und es gibt ja auch nur sehr, sehr wenige Mietwohnungen. Also wer selber wohnen will, der muss in der Regel kaufen. Dann nächster Punkt, was macht die Regierung? Noch drosselt sie den Markt, aber wie lange hält sie das durch? Weil wir wissen ja, der Sektor ist wichtig fürs Wachstum und das Wachstum geht zurück. Und Peking könnte eventuell dieses Jahr zu dem Schluss kommen, dass man sich einen weiteren Wachstumsrückgang, wenn der Handelskonflikt jetzt zum Beispiel auch eine Belastung bleibt, dass man sich einen weiteren Wachstumsrückgang nicht mehr leisten kann. Und es gibt viele, viele Analysten, die jetzt sagen, Peking wird da zurückrudern, Peking wird die Drosselung vom Sektor zurückfahren, und dann gäbe es da wieder Luft nach oben und dann gibt es Fantasie für den chinesischen Immobiliensektor. Und damit sind wir jetzt bei chinesischen Immobilienaktien, die stark gefallen sind. Die fand man am Markt also die letztes und dieses Jahr nicht so toll. Immobilienunternehmen sind teilweise auch hoch verschuldet. Es wird da definitiv auch eine Marktbereinigung geben in dem Sektor. Die, die nicht gesund sind, die werden es unter Umständen nicht mehr schaffen in Zukunft. Die werden nicht mehr an Projekte kommen, und da wird es auch mit der Projektfinanzierung deutlich schwieriger werden. Die kriegen dann vielleicht gar keine mehr. Aber so eine Konsolidierung, die ist natürlich gut für die Unternehmen, die groß sind, finanzstark sind und gesund sind. Und viele Leute sagen außerdem, naja, in dem Sektor ist ja auch schon ein relativ extremes Krisenszenario eingepreist. Übrigens ganz im Gegensatz zu anderen Ländern. Da gibt es ja auch hochbewertete Immobilienmärkte, aber man sieht da am Aktienmarkt die Risiken von dem Sektor teilweise noch nicht so. In China sieht man die am Aktienmarkt schon. Da geht man schon länger aus, dass es davon aus, dass es da
schwierig werden kann, was aber ja in gewisser Weise noch gar nicht eingetroffen ist, was noch nicht passiert ist und was auch nicht sicher ist, dass es eintrifft. Und dementsprechend haben wir da eventuell wirklich sogar Chancen in dem Sektor. Wir können das gern mal vertiefen. Wir haben ja auch den Zukunftsmärkte-Report hier. Wir können da gern mal Immobilienaktien vorstellen aus China, wenn Sie das wollen. Billig sind sie ja, die Immobilienaktien, und dafür gibt es die Reports von uns natürlich. Wir besprechen da immer wieder auch detailliert Einzelaktien, und die Reports sind für Sie auch gratis. Man muss sich nur einmal anmelden. www.zukunfts-märkte.de, Märkte mit AE, nicht mit E. Und da gehen wir dann gern mal, wenn Sie das wollen, aber nur wenn es gewünscht ist, ein paar Immobilienaktien durch, die vielleicht interessant sind. Wenn Sie es haben wollen, gern schreiben Sie uns einen Kommentar. Dementsprechend, es ist natürlich ein sehr spekulativer Sektor. Es gibt andere China-Aktien, die natürlich auch günstig sind, genauso interessant. Autokonsum, Internet haben wir einiges gehabt in letzter Zeit, Pharma natürlich auch und so weiter. Also schreiben Sie uns einfach mal, was Sie interessiert, und wir bringen dann die entsprechenden Berichte und Analysen hier oder auch im Zukunftsmärkte-Report. Und Report, wie gesagt, kostenlos, und Link auf die Reports zur Anmeldung hier auch gleich nochmal unter dem Beitrag hier. Also ich will nicht, dass Sie am Ende jetzt sagen, China Immobilienmarkt, das ist eine ganz heiße Kiste, da muss ich jetzt investieren. Das ist überhaupt nicht mein Ansinnen. Was mir wichtig ist, wenn Sie Anleger sind, dass Sie wissen, dass das wichtig ist, dass da wichtige Dinge passieren in China, wichtig für jeden Anleger, auch wenn Sie da nicht direkt investiert sind. Sie müssen sehen in China, rechtzeitig sehen, wenn da der Sack Reis tatsächlich mal umfallen sollte, bildlich gesprochen, damit er Ihnen nicht auf die Füße fällt, um da im Bild mal zu bleiben. Und dafür gibt es uns unter anderem. Wir informieren hier viel über China, und wir freuen uns natürlich, wenn Sie da mit uns dranbleiben, wenn Sie vielleicht auch den Kanal abonnieren, und wenn Sie das machen, dann bitte auch gleich die Glocke drücken. Das ist die Benachrichtigung für neue Beiträge. Ich glaube, China wird sehr spannend, im Guten wie im Schlechten. Man muss da natürlich immer mehr auch unterscheiden zwischen den einzelnen Sektoren und Unternehmen, aber unterm Strich, China ist mit Sicherheit momentan eine der spannendsten Börsen der Welt. Wir bleiben dran, tun Sie es auch. Alles Gute für Sie, viel Erfolg bei der Geldanlage, und das ja vielleicht in Zukunft auch vermehrt mit interessanten, wachstumsstarken Aktien aus China. Danke Ihnen, danke fürs Zuschauen.